Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wenn Oblomow das gewusst hätte. Wenn er nur geahnt hätte, dass ausgerechnet er einmal Russlands literarischer Superstar werden würde. Er hätte sich fuchsig in seinem Bett aufgerichtet, seinen orientalischen Schalat übergeworfen und ausgerufen: Und sowas nennt sich Leben? Wo bleibt da der Mensch? Ilja Iljitsch Oblomow ist neben Wladimir Iljitsch Lenin und vielleicht noch Tolstoi und Dostojewski der berühmteste Russe aller Zeiten. Eine mehr als bemerkenswerte Karriere für einen Faulpelz, einen Zauderer, Müßiggänger und ermatteten Liegespezialisten. Oblomow verkörpert das träge, unendlich schwerfällige, patriarchalische Russland. So jedenfalls die hinlängliche Meinung der vergangenen 140 Jahre. Er war ein mittelgroßer Mann von 32, 33 Jahren, von angenehmem Äußeren. Er hatte dunkelgraue Augen. Seinen Gesichtszügen aber fehlte jede geistige Kraft und auch jede Konzentration. Frei wie Vögel spazierten die Gedanken über sein Gesicht. Sie flatterten in den Augen, setzten sich auf seine halb geöffneten Lippen, versteckten sich in den Stirnfalten und verschwanden schließlich ganz. Dann leuchtete das Gesicht in einem warmen, gleichbleibenden Licht der Sorglosigkeit. Vom Gesicht ging die Sorglosigkeit in die Posen des ganzen Körpers über und sogar in die Falten des Schlafrocks. Schon als Iwan Gontscharows Roman 1859 erschien, war er eine Sensation. Mit einem Titelhelden, der so ganz und gar kein Held ist. Und einem Sujet, das so ganz und gar nicht dem Mitte des 19. Jahrhunderts populären Genre des Bildungsromans entspricht. Gontscharows Oblomow ist eher die Parodie eines Bildungsromans. Denn so sehr sich alle Freunde und Bekannten des Titelhelden auch um dessen Aktivierung und Mobilisierung bemühen, Oblomow zieht das Kissenparadies dem Gesellschaftsauftritt vor. Keine Entwicklung, kein Fortschritt. Gontscharows Held entspricht denn auch eher dem Bild eines höchst modernen Helden. Als Samuel Beckett 1952 sein berühmtes Drama »Warten auf Godot« schrieb, stand denn auch Oblomow Pate für einen der wohl absurdesten Charaktere der Weltliteratur, den ewig wartenden Wladimir. Oblomow indes verwartet sein Leben nicht. Er ist im Gegenteil recht aktiv, wenn auch nur in Gedanken und in seinen Träumen. Dabei entwickelt er höchst eigenwillige Vorstellungen, wie der Slawist und Gontscharow-Forscher Vergun Mechtiev betont. Einer der Gründe, warum Oblomow in Untätigkeit verharrt, ist seine Angst, den Menschen in sich zu verlieren. Oblomow ist ja eigentlich keine Figur, die der Wirklichkeit standhält. Oblomow kann ja nur dank seiner Leibeigenen überleben, die für ihn arbeiten und ihn ernähren. Er ist mit völliger Inkompetenz geschlagen und führt eindrücklich vor Augen, dass er unfähig ist zu jeder nur denkbaren Tat. Da wäre beispielsweise das Aufstehen. Etwa 150 Seiten braucht Oblomow, um tatsächlich sein Matratzenlager zu verlassen. Eine Ontologie der Bequemlichkeit. Die Lebensart dieses russischen Weltverweigerers ist in einigen Sprachen ja tatsächlich sprichwörtlich geworden, mit dem Begriff der Oblomowerei. Und der erste Satz des Romans führt denn auch gleich mitten ins Thema. In der Gorochowaja Ulitsa, in einem der großen Häuser, deren Bevölkerung für eine ganze Kreisstadt reichen würde, lag eines Morgens Ilja Iljitsch Oblomow in seiner Wohnung im Bett. Das Bett als Wille und Vorstellung. Es ist der Mittelpunkt in Oblomows Leben, dessen Gravitationszentrum, und bietet dem Realitätsflüchtigen Schutz und Geborgenheit. Unter der Bettdecke entkommt Oblomow immer noch allen komplizierten Weltverhältnissen. Wozu also aufstehen? Das Liegen war für Ilja Iljitsch keine Notwendigkeit, wie für einen Kranken oder wie für jemanden, der schlafen möchte.
Es war auch keine Zufälligkeit, wie für einen, der erschöpft ist. Und kein Genuss, wie für einen Faulpelz. Es war sein Normalzustand. Wenn er zu Hause war, und er war fast immer zu Hause, lag er stets. Ein festgelegenes Dasein, in dem wir Oblomow natürlich zumeist im Schalatt und in Pantoffeln antreffen, in einer Wohnung, die wie im Dornröschen Schlaf unter dichten Staubwolken dämmert. Das Zimmer, in dem Ilja Iljitsch lag, schien auf den ersten Blick trefflich eingerichtet. An den Wänden, rings um die Bilder, hingen wie Girlanden staubbedeckte Spinnweben. Die Spiegel wären wohl eher als Tafeln zu gebrauchen gewesen, auf deren Staub man sich allerlei Notizen hätte machen können. Zwar lagen auf den Etageren 2, 3 aufgeschlagene Bücher und eine Zeitung herum, auf dem Büro stand auch ein Tintenfass mit Federn. Die aufgeschlagenen Buchseiten aber waren staubbedeckt und vergilbt. Wie man sah, waren sie schon vor langer Zeit in Vergessenheit geraten. Die Ausgabe der Zeitung stammte vom Vorjahr. Und aus dem Tintenfass wäre, hätte man eine Feder hineingetaucht, unter Gesumme höchstens eine aufgestörte Fliege herausgeflogen. Dämmernde, schlummernde Welt. Ganz anders dagegen die Welt ihres Schöpfers, des Schriftstellers Iwan Gontscharow, 1812 in Simbirsk an der Wolga in eine reiche Kaufmannsfamilie geboren. Als Gontscharow 7 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Die Mutter bleibt mit 4 Kindern zurück. Ihr gilt Gontscharows ganze Bewunderung und Liebe. Der Schriftsteller wird später nie heiraten und eine eigene Familie gründen. Nach einem Philologiestudium an der Moskauer Universität wechselt Iwan Alexandrowitsch nach St. Petersburg, wo er zunächst als Übersetzer für das Finanzministerium arbeitet, später ausgerechnet als literarischer Zensor in Staatsdiensten. Ein Glück für die Literatur, denn Gontscharow lässt radikal reformerische, sozialistische oder materialistische Ideen mitunter die Zensur passieren, wenn nur die Ästhetik stimmt. Er gilt in den literarischen Kreisen Russlands als ein humaner und aufgeklärter Zensor, über dessen Schreibtisch beispielsweise die frühen Romane Dostojewskis gehen. Genie arbeitet Genie zu. Nebenbei schreibt Gontscharow selbst. 1849 erscheint in der renommierten Zeitschrift Sowremiennik die Erzählung Oblomows Traum mit dem Untertitel »Episode aus einem unbeendeten Roman«. Der Held Oblomow sieht sich in eine pastorale Idylle versetzt. Wo sind wir? In welchen gesegneten Erdenwinkel hat uns Oblomows Traum getragen? Heiß und hell scheint dort die Sonne, etwa die Hälfte des Jahres. Dann aber zieht sie sich nicht etwa hastig, sondern gleichsam unwillig zurück. Als wolle sie sich noch einmal umwenden, um ein- oder zweimal nach dem geliebten Ort zurückzuschauen und ihm im Herbst mit seinen Unwettern noch einen klaren, warmen Tag zu bescheren. Die Berge dort sind gleichsam nur Modelle jener aufgetürmten, furchterregenden Berge, die einem Angst einflößen. Es ist eine Reihe abfallender Hügel, von denen es sich so ausgelassen auf dem Rücken herunterrutschen lässt oder auf denen man sitzen und nachdenklich die untergehende Sonne betrachten kann. Alles dort verheißt ein friedliches, langes Leben, bis das Haar schlohweiß wird und einen unmerklich nahenden, dem Schlafe ähnlichen Tod. Ein Locus Amoenus, den Gontscharow hier natürlich nicht ohne humoristische Ironie schildert. Im Leben seines Helden erledigen sich die Dinge, sehr zu Oblomows Missfallen, keineswegs mit solcher Leichtigkeit. Es sind vor allem 2 Probleme, die Oblomow gleich zu Beginn der Handlung auf dem Herzen liegen. Zum einen steht es nicht gut um die Bilanzen seines entlegenen Gutshofs, zu dem 300 Leibeigene gehören. Oblomowka ist so etwas wie ein Idyll der Urträgheit, ein Paradies der seligen Muße und schläfrigen Behaglichkeit. Entsprechend verheerend und von einem korrupten Gutsverwalter noch obendrein geschröpft, fallen die Einnahmen aus. Zu seinem Unglück soll Oblomow auch noch seine Petersburger Wohnung räumen, in der er mit seinem unreinlichen und täppischen Diener Sacha lebt. Herr und Lakai sind ein ungleiches, aber doch seit Oblomows Kindheit eingeübtes Paar,
das sich gründlich satt hat und keine Gelegenheit auslässt, in Streitereien übereinander herzufallen. Ein besonders bemerkenswerter Zwist entfacht sich zwischen den beiden wegen des Umzugs, von dem Oblomow natürlich nichts hören will. Was soll ich denn nun dem Verwalter sagen? Worüber? Na, darüber, dass wir umziehen sollen. Und weshalb verlangst du von mir, dass ich umziehen soll? Welcher Mensch hält das denn aus? Ich habe gedacht, dass ja auch andere umziehen, die nicht schlechter sind als wir. Da könnten wir es ja auch tun, sagte Sacha. Was? Was? Fragte Ilja Iljitsch plötzlich verblüfft und richtete sich in seinem Lehnstuhl auf. Was hast du gesagt? Sacha geriet plötzlich in Verwirrung, denn er wusste nicht, wodurch er seinem Herrn einen Vorwand für diesen pathetischen Aufschrei und diese Gebärde gegeben hatte. Er schwieg. »Andere, die nicht schlechter sind?« wiederholte Ilja Iljitsch entsetzt. »So weit versteigst du dich also?« Lange konnte sich Oblomow nicht beruhigen. Er legte sich hin, erhob sich wieder, ging im Zimmer auf und ab und legte sich wieder hin. Er vertiefte sich in diesen Vergleich und dachte darüber nach, was das war, die anderen, und was er selbst. Ich soll ein anderer sein? Haste ich etwa hin und her? Arbeite ich etwa? Esse ich vielleicht wenig? Bin ich mager? Sehe ich kümmerlich aus? Fehlt mir irgendetwas? Zum Bedienen und zum Aufräumen habe ich ja wohl jemanden. Kein einziges Mal musste ich mir, solange ich lebe, selber einen Strumpf anziehen, Gott sei Dank. Werde ich mich etwa allein abmühen? Wie komme ich dazu? Du weißt das doch alles. Hast's gesehen, dass ich liebevoll erzogen wurde. Dass ich weder Hunger noch Kälte zu erleiden hatte. Keine Not kannte. Mir mein Brot nicht selber verdienen musste. Und mich überhaupt nie mit grober Arbeit befasst habe. Die Selbstauskunft eines Lizhny Tscheloviek, eines überflüssigen Menschen, den die russische Literatur im 19. Jahrhundert auf ihrer Suche nach einer tiefgreifenden Veränderung gesellschaftlicher Wirklichkeit immer wieder durchbuchstabiert. Oblomow hatte es immer bequem und ist dabei bequem geworden. Ein Mensch im Off-Modus. Oblom-Off ist denn auch der Titel eines Dramas von Michail Ugarov, einem aktuellen Star am Moskauer Theaterhimmel. Der Schriftsteller und Regisseur leitet das Theater Doc, eine kleine Bühne, die sich ganz dem Dokumentarischen verschrieben hat. Обломов – это же русский мифологический персонаж. Oblomow ist eine mythologische Figur in Russland. Seit Jahren herrscht Uneinigkeit über seine Interpretation. Er galt lange Zeit als ein Symbol der Faulheit, der Untätigkeit. Als ich frei nach Gontscharow das Stück Oblomow geschrieben habe, konzentrierte ich mich auf die Figur eines grundehrlichen, aufrichtigen Menschen. Und manchmal ist ein aufrichtiger Mensch eben tatenlos, denn er will sich nicht an der Schlechtigkeit in dieser Welt beteiligen. Ich bin davon fest überzeugt, und das Stück hatte in ganz Russland großen Erfolg. Es kam genau zur rechten Zeit. Es musste eine Umdeutung des Romans her. Und ich freue mich sehr, Oblomows Leben auf diese Weise etwas verlängert zu haben. Der ganz andere in Gontscharows Roman, der aktive Gegenpart zu Oblomow, ist Andrei Stolz, ein Freund aus Kindertagen, Sohn einer russischen Mutter und eines deutschen Vaters. Und der hat ihm die Tüchtigkeit und das Arbeitsethos eines umtriebigen und erfolgsorientierten Geschäftsmanns in die Wiege gelegt. Ich habe in meinem Schreiben immer nach einem Ideal gesucht, notiert der Romancier einmal in einem Brief. Anders als Tolstoi und Dostojewski sucht Gontscharow die dringend benötigten sozialen und gesellschaftlichen Reformen Russlands nicht in einem religiös motivierten Umschwung, sondern in einem an der deutschen Klassik angelehnten Humanitätsideal, das auf die Vervollkommnung des Menschen und seine Erziehung zum Guten und Schönen zielt. Rettung durch die Kunst.
Ästhetisch setzt Gontscharow dieses Programm in seinen Romanen durch entgegengesetzte Kräfte um. Dem Alten steht das Neue gegenüber, dem rationalen Menschen der emotionale Mensch, dem Praktischen das Ideale. Gontscharow stellt mit Stolz und Oblomow zwei Bewusstseinstypen gegenüber, den östlichen und den westlichen. Stolz ist ein typischer Vertreter des westlichen, rationalen Bewusstseins. Und Oblomow ist ein typischer Vertreter des östlichen Bewusstseins. Dieser Konflikt ist sehr charakteristisch für die russische Literatur. Doch das westliche europäische Modell wird nicht eindeutig als das anziehendere in der russischen Literatur verhandelt. Es ist eine sehr komplexe, niemals eindeutige Auseinandersetzung. Und häufig kann das östliche Bewusstsein das westliche nicht verstehen. Gontscharow wollte diese beiden Prinzipien in seinem Roman zu einer Einheit zusammenführen. Aber damit ist er gescheitert. Gontscharow verwickelt seinen Helden denn auch nicht in einen offenen sozialen Konflikt. Vielmehr ist ihm an einer ausgefeilten Psychogenese Oblomows gelegen, zu der natürlich auch die Liebeshändel gehören. Eigentlich hätte Oblomow seinen Freund Andrei Stolz auf eine Reise durch Westeuropa begleiten sollen, um endlich zu einem aktiven Leben zu finden. Jetzt oder nie, lautet der Vorsatz. Doch dann sticht ihn eine Mücke in die Lippe, wie der allwissende Erzähler ironisch ausführt, und alle Pläne des Aufbruchs sind dahin. Ein weiterer Grund, sich dem strapaziösen Ortswechsel zu entziehen, ist Olga, eine schöne junge Frau, die so ganz Oblomows geheimem Wunschbild einer zukünftigen Gattin entspricht. Er verliebt sich und verändert sich. Die bewusste Eile der Bewegungen eines tätigen Menschen ergreift von ihm Besitz. Der Schalatt verschwindet. Für Olga steht er morgens auf und kleidet sich an. Er verlässt das Haus und geht in die Oper. Er liest Romane und betreibt auf Gesellschaften Konversation. Das Ende dieses Ausflugs in ein normales Leben schwingt von Anfang an mit. Oblomow fühlt sich Olga hoffnungslos unterlegen. Die Verpflichtungen eines gemeinsamen Lebens türmen sich immer weiter auf, zu Bergen des Schreckens und Horrors, die Olga die ganze Aussichtslosigkeit ihrer Liebe erkennen lassen und sie in die Arme von Stolz treiben. Oblomow indes verfällt wieder der Schwerkraft seines Lebens und gleitet zurück in die Horizontale. Oblomow ist ein Ideal, aber Olga will ihn verändern. Stolz will ihn auch verändern. Aber was sollte das für einen Sinn haben, wenn er doch schon vollkommen ist? Nachdem Olga Oblomow verlassen hat und Stolz geheiratet hat, geht sie eines Tages in dem Haus, in dem die beiden leben, auf und ab und sagt voller Sehnsucht in der Stimme zu Stolz: Was werden wir nun weiter tun? Und Stolz antwortet: Was soll die Frage? Wir werden Kinder haben und du erziehst unsere Kinder. Olga ist von dieser Antwort zutiefst enttäuscht, denn sie ist eine emanzipierte Frau und will aktiv werden. Sie ist ein Mensch der Tat. So hätte ihr auch Oblomow geantwortet. Was ich damit sagen will: All unser Tun mündet früher oder später in die Oblomowerei, ins Nichtstun, in die Ruhe. Klar, alle hasten und tun und machen, und plötzlich ist da so ein Murmeltier, das unschuldig ist, liebenswert, ein Träumer. Wir brauchen aber solche Menschen. Wenn es eine Zukunft geben soll, dürfen wir uns nicht abwenden von solchen Typen wie Oblomow. Auch Gontscharow ist seinem Helden mehr als zugetan. Er stellt ihm am Ende des Romans tatsächlich noch eine Frau zur Seite, Agafja Matwejewna, eine 30-jährige Witwe mit zwei Kindern. Sie ist Analphabetin, dafür aber eine ebenso energische wie kompetente Versorgerin, die mit bloßen Armen und locker sitzendem Kleid im Haushalt herumwirbelt und Oblomow durchaus bezirzen kann. Für den Helden ist diese Verbindung, der auch ein gemeinsames Kind entspringt, wie eine Heimkehr nach Oblomowka, das Dorf seiner goldenen Kindheit, das die ständig präsente Folie aller Träumereien bildet. Lauter vergnügte Tage sah er vor sich. Vergnügte Gesichter ohne Sorgen, ohne Falten. Sie lachten, waren rund und hatten rote Backen, ein Doppelkinn.
und einen unversiegbaren Appetit. Ein ewiger Sommer würde anbrechen. Ewige Heiterkeit, köstliche Speisen und köstliche Tage. »Mein Gott! Mein Gott!« rief er freudetrunken und schrak zusammen. Mit Oblomow hat Iwan Gontscharow einen sprechenden Namen für seinen Titelhelden ausgewählt. Oblomow leitet sich ab von dem russischen Verb »oblomat«, was so viel wie »abbrechen« bedeutet. Und wenn jemand ein Überbleibsel eines schlaraffenlandartigen Paradieses ist, mag das womöglich eine nicht ganz leichte Bürde im Umgang mit der Wirklichkeit sein. Für die Leser indes ist dieser Entsandte einer paradiesischen Idylle ein großes Glück. Salman Rushdie schrieb einmal: Er ist eine Mischung aus dem unentschlossenen Hamlet und Bartleby. Dem lebensverweigernden, aber still vor sich hinarbeitenden Büromenschen Melvilles. Und er ist so wie wir alle. Wir schauen uns die Welt an und wünschten, wir könnten uns irgendwo verstecken. Oblomow versteckt sich für uns. Wir schauen uns das andere Geschlecht an und fühlen uns überfordert. Oblomow tritt an unserer Stadt den Rückzug an. Wir sehen unsere eigenen Probleme und wünschten, sie wären eine sehr weite Reise entfernt. Oblomow weigert sich, diese Reise anzutreten. So wie wir uns auch gern weigern würden, es aber nicht können.